Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Wir haben anscheinend ein Blueprint verpasst. Und... Oder? Haben wir? Ich glaube, wir haben einen verpasst. Auf jeden Fall wollte ich hier jetzt mal beim Waddle die Gelehrten hören, ob wir einen verpasst haben. Ja, eben. Wir haben einen verpasst. Richtig. Und... Die Entwicklung von Kugelblitz ist irgendwo in Invasion im Horrorhaus im Gebiet Vondaria-Ruinen versteckt. Ist irgendwo in Invasion im Horrorhaus versteckt, okay. Ach so, sie scheint am Ende eines Lochs in der Wand zu sein. Halte Ausschau nach einer grünen Münze. Okay. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir da noch was verpasst haben, gerade weil ich so oft in dem Level war, aber okay. Gut, dann schaue ich da nochmal. Allerdings werde ich das Offcam machen und für den nächsten Part dann vorbereiten. Vorher haben wir aber noch einige Sachen abzugraden, ich glaube zwei. Was für mich einige sind. Obwohl, Moment. Ne, wir haben zwei, oder? Ich dachte, wir hätten zwei Blaupausen gesammelt und könnten dann noch einmal hier upgraden. Aber nö, wir können nur zweimal upgraden. Okay, dann hatte ich das falsch im Kopf. Egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal den Bleistiftbohrer entwickeln lassen. Komm, können wir überspringen? Geil sieht er aus. Oh Mann, ey. Ja, das ist aber cool. Das ist echt ein cooles Design. Aber lass mal schauen, was der Unterschied ist. Okay, er ist kräftiger und ist ein bisschen schneller. Alles klar. Gut, und dann gibt es noch die Drachenfeuer-Blaupause, die wir gesammelt haben. Und daraus lassen wir jetzt das Drachenfeuer entwickeln. Ich bin gespannt. Die Spezialpower Feuer hat sich zu Drachenfeuer entwickelt. Alter, sieht das cool aus. Verwandelt Kirby. Ja, Mann, wie geil. Okay, das ist cool. Holy shit. Wie weit Kirby Feuer speien kann. Okay, das ist geil. Das ist echt geil. Na gut. Gehen wir in den nächsten Level. Obwohl, nee, Moment mal. Ach, und wir haben doch gar keine Blaupause verpasst. Wahrscheinlich ist die in dem Level, oder? Kann das sein? Oder muss man Waddle die Gelehrten zweimal ansprechen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir jetzt doch lieber erstmal... Ah, hier. Den Bleistiftbohrerschatz. Und ich bin gespannt, was dort auf uns wartet. Fertig. Let's go. Was ist das hier? Ach so. Ja, okay, dumm. Schon verkackt. Ach ja. Nochmal neu. Komm. Okay, ja. Ach, kacke. Ja, der Start ist immer etwas holprig bei diesen Dingern, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir es schnell hinbekommen. So wie sonst auch. Zack. Dann kommen wir ja weiter. Aua. Aua.
Scheiße. Stelle ich mich dumm an. Okay, ich versuche die ganze Zeit zu laufen. Aber ich denke, wir sollen echt hier den Bleistiftbohrer bzw. den Bohrer aktiv nutzen. Ey, jetzt reicht's aber. Kirby will einfach gerade nicht so, wie ich will. Ach, und wir können hier sogar weiter graben, okay. Ja, komm, mach hin. Und wir müssen echt aktiv den Bohrer benutzen. Was ich nicht hinbekomme, aus irgendeinem Grund. Kirby möchte immer nach vorne preschen. Ich möchte allerdings direkt in den Boden. Ja, komm, ey. Aber ich glaube, ich da... Die Controls in dem Game. Holy shit. Ich glaube, ich darf dann in keine Richtung drücken, wenn ich das machen will. Ich glaube, ich muss dann... wirklich nichts drücken. Also den Control-Stick komplett in Ruhe lassen. Oh, jetzt läuft's. Was? Warum, Kirby? Warum? Warum ist Kirby da jetzt rausgegangen? Was zum Teufel? Ich hätte das geschafft. Hätte Kirby da jetzt nicht rumgespackt. Was soll das? Warum geht Kirby denn raus? Ja, aber jetzt habe ich wieder einen guten Durchlauf. Hallo? Oh, Alter. Okay. Ja, komm. Geh rüber. Geh doch rüber. Geh doch bitte rüber. Okay, ich darf anscheinend nicht an irgendeine Kante anecken. Also an einen Abgrund. Weil sonst geht Kirby automatisch raus. Gut zu wissen. Ah, und ich kann mich nur begrenzt fortbewegen. Okay, das war ein schöner Move. Mann, mach doch. Okay, hatten wir 1,5 Minuten? Schon, oder? Ja, zum Glück. Es ist geschafft. Holy shit. Okay, das war mal wieder eine richtige Challenge. Aber ich bin auch froh, dass das vorbei ist. Alter. Okay, auf geht's. Ins richtige Level. Schlacht auf der Blizzard-Brücke. Das sieht unfassbar cool aus. Boah, sieht das geil aus. Aber erstmal schauen, ob es hier... Ja, wirklich... Wirklich? Ja, Mann, geil. Mach einen kleinen Umweg und finde eine Maxi-Tomate. Geil. Lohnt sich also doch. Schön. Weil sonst, wenn ich hier irgendwo geschaut habe, habe ich ja nie was gefunden. Also direkt am Anfang, meine ich jetzt. Aber dass ich tatsächlich damit mal Erfolg habe, nice. Das ist schön. Aua.
wie viel Damage der bekommt. Das war cool. Ja, komm, hau ab. Und spawnt zum Bonus ein kleiner Münzhaufen. Und das ist cool. Kirby gleitet nochmal so nach oben mit dem Drachenfeuer. Was ich ja an dem Feuer nicht wirklich gemocht habe. Dass man da einfach abgestürzt ist quasi. Hier geht's rein. Ja, das sieht man. Also das konnte man echt gut sehen. Oh, nee, Moment. Ah, nee. Quatsch. Wir müssen das nicht durchbrennen, wir müssen das durchschlitzen. Und das war sogar überraschend knapp. Und das war einfach nur dumm. So, zack. Und dann machen wir es hier auf. Und hier ist wieder ein Wanted Poster. Müssen wir wieder Wanted Poster von der Wand abziehen oder was? Hallo? Weg. Entferne 4 Wanted Poster, okay. Das kann ja was geben. Das kann echt was werden. Und das scheint so ein kleiner Boss-Rush zu sein, ne? Aua. Ja, ich möchte aber trotzdem meine Fähigkeit wieder haben. Boah, wie lange Kirby dafür braucht. Wodurch wurde ich jetzt getroffen? Darf ich auch mal angreifen, ja? Dankeschön. Aber Kirby braucht echt lange zum Angreifen. Okay, vielleicht nicht ganz aufladen. Sondern nur so ein bisschen. Dann greift Kirby auch schneller an. Ja. Und das... Ja, hau ab! Das Riesenschwert, na, weiß nicht, wie mir das gefällt. Irgendwie nicht so gut. Komm, spring. Okay, ja gut. Ich werde sowieso nicht mehr getroffen. Ja, komm, legen wir das Schwert mal ab. Nehmen hier die, diese komische Wirbelwind-Power. Und gehen damit dann einfach weiter. Ich denke, wir werden das Schwert wieder bekommen, wenn wir es brauchen. Und schon wieder ein Loch in der Wand. Okay. Ja. Und, wie erwartet, ist die Wirbelwind-Power, wo wir sie brauchen. Und jetzt müssen wir schnell sein. Was wir sind, alles gut. Zweiter Waddle-Dee. Und natürlich gönne ich mir hier die ganzen Getränke. Hm. Ich dachte, hier wäre wieder so ein Poster. Aber Moment, da ist ein Block. Da ist ein Block, das sehe ich. Ich sehe, dass da ein Block ist. Ist da auch was? Ja. Ja. Wusste ich's doch. Zweite Wanted Poster. Gibt's jetzt wieder einen Boss und dann wieder so ein Loch in der Wand in der Challenge? Ja, anscheinend. Also zumindest den Boss gibt's. Wie wir nicht verletzt werden können, während wir im... Ah, okay, doch. Aber nur, wenn auch wirklich angegriffen wird. Wir können ruhig in den Gegner reindashen, wie wir wollen. Oh, und diese kleineren Dinger, wenn er irgendwas wirft, das wird abgewehrt. Also er kann tatsächlich nur mit physischen Angriffen Schaden machen. Und nicht mit irgendwelchen Wurfgeschossen. Die Spezialpower ist krass.
und wie viel Damage wir ihm jetzt mit dem Stern gemacht haben. Okay. Ja, dann lass mal weiter. Als nächstes brauchen wir wahrscheinlich einen Hammer. Ja, guck mal. Da ist direkt was. Können wir hier runter? Nein, hier ist nur ein Loch. Wo wir das gegenüberliegende Loch erst freischalten können. Und da ist direkt das Wanted Poster. Mhm, okay. Wäre so ein Spiel auf Zeit? Ja, anscheinend. Zack. Zack, schön hier die ganzen Dinger wegmachen. Und da ist eine Karre. Die wir auch brauchen werden. Ach, scheiße. Können wir das nochmal machen? Na. Nee, komm da auch nicht mehr hoch. Ach so, wir bräuchten sowieso das Auto. Nicht wahr. Können wir das nochmal probieren? Och, bitte nicht. Ja, okay. Also ich hätte... Ich meine, klar, es hätte getriggert, wenn ich das jetzt nicht mehr machen könnte. Aber es wäre auf jeden Fall Kirby-typisch und ich fände das auch irgendwie besser. Und in den nächsten Spielen sollten sie das auch wieder so machen, dass man den Level nochmal neu machen muss, wenn man es verkackt. Das war jetzt nicht so schwer. Komm. Das hätte man locker schaffen können. Ich habe mich einfach nur dumm angestellt. So. Weiter geht's. Wir haben das Wanted Poster, richtig? Ja. Okay. Und irgendwie hab ich Bock auf den Igel und ich höre hier da unten den Waddle Dee. Hä? Soll ich da einfach runterspringen oder was? Das funktioniert auf jeden Fall. Ah, und ich kann komplett wieder hochfliegen. Okay. Ja, 4 von 5, okay. Aber ich glaube, die zweite Challenge werde ich nicht schaffen. Warum werde ich dahin teleportiert? Ist Spawn 2 Eiswerte. Aua. Au. Warum kriege ich denn Damage? Nicht in dem. Warum habe ich gerade Damage bekommen? Komisch. Schon wieder. Nein, lass mich los. Okay, der ist down. Sehr gut. Ah, okay. Wenn er diesen Wurf machen möchte, dann bekomme ich Damage. Weil er mich dann verschiebt und somit meinen Igel auflöst. Okay. Und wir kriegen eine weitere Blaupause. Du hast die Eisbär-Eis-Blaupause erhalten. Okay. Interessant. Ist hier jetzt nichts mehr? Doch, hier muss noch was sein. Das war bisher immer so. Guck mal, hier geht's lang. Ah, okay. Und wir brauchen das Eis. Was wir tatsächlich noch bekommen. Sehr gut. Ich hätte es aber auch okay gefunden, wenn man es nicht bekommt, weil man hat die Fähigkeit vom Boss bisher immer gebraucht, nachdem man ihn besiegt hat. Also in dem Level. Also wäre es okay gewesen. Ah, okay.
Und hier müssen wir uns vollstopfen. Hier dann schön wieder rüberspringen. Und da ist dann auch das letzte Poster. Okay. Schönes Ding. Mit dem letzten Waddle Dee, der uns gefehlt hat. Und was die zweite Mission ist, keine Ahnung. Aber ich bin zufrieden. Ich bin schon zufrieden, so wie es gelaufen ist. Alle Waddle Dees, zwei Missionen, gerade auch die das Versteck am Anfang gefunden. Ist okay. Ich möchte nur halt kurz noch hier schauen, ob es irgendwas gibt. Aber nö. Scheint nicht so. Okay. Dann schließen wir den Level ab. Vielleicht müssen wir den letzten Boss mit der ersten Fähigkeit besiegen, die wir vom Boss okay. Ich dachte mir schon, es ist wahrscheinlich irgendeine Challenge mit irgendeinem Boss. Und so ist es. Besiege Doppelwilder Eisbär, ohne getroffen zu werden. Ja, okay, ist jetzt ein bisschen unkreativer als das, was ich sagen wollte. Also, dass man den letzten Boss mit der ersten Fähigkeit bekommt, die man vom Boss, von den Zwischenbossen bekommt. Also, das Schwert war es, glaube ich. Ich glaube, es war das Schwert. Dass man mit dem Schwert dann die Eisbärte besiegt. Das wäre irgendwie, keine Ahnung, hätte ich cooler gefunden, aber so ist es natürlich auch in Ordnung. So bietet es natürlich auch eine krasse Challenge. Und vor allem muss man den ganzen Level nochmal neu machen. Wenn man einmal getroffen wird. Alter, das ist assi. Ah ja, das werde ich auf jeden Fall zeigen, wie ich das schaffe. Die Waddle Dees haben dir beim Öffnen des Tors geholfen, das den Weg versperrt hat. Betritt den nächsten Abschnitt und stell dich dem Boss, der über dieses Gebiet wacht. Ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich das machen könnte und ich glaube, ich werde das wieder mit dem Entdecker machen. Also diese Challenge da. Anscheinend wurde ein neues Gebäude in der Stadt fertiggestellt. Oh, cool. Das ist nice. Hier gibt es noch eine Münze. Autostopfer-Schatz. Oh, da habe ich Bock drauf. Den machen wir noch. Und dann würde ich auch den Part beenden. Und natürlich auch für alle, die keinen Bock hierauf haben, schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Und alle anderen, viel Spaß noch beim Zuschauen. Das war dumm. Ja, cool. Was hier auch wichtig ist, schätze ich mal, dass man am Rand bleibt. Also den Gegnern ausweicht. Weil es zumindest so gut es geht versucht. Scheiße. Und da gibt es eine Abkürzung, okay. Und vielleicht sollte ich doch nicht so viel springen, leider. Warte, ich dachte, das ist der Schlüssel zum Erfolg hier, aber nee, scheint irgendwie nicht so. Ja. Ja, nee, komm. Dann lassen wir das. Außer natürlich da, wo man springen muss. Ist klar. Logisch. Nein, was? Warum wurde ich denn da jetzt so nach rechts geschoben? Ach komm, ey. Das war eigentlich ein echt guter Durchlauf, vor allem weil ich die Passage da so gut hinbekommen habe.
wo man nur sehr wenig Platz hat. Hier, diese gleich. Einen Moment. Da drüben. Das habe ich gerade ziemlich gut hinbekommen. Steuerung hier sehr schwierig ist. Oh, und jetzt. Jetzt, let's go. Nein, was tue ich? Ich habe mich da von diesen dummen Klingeln beehren lassen. Fuck! Mann! Nerv doch nicht mit dem Scheiß! Aber jetzt kriegen wir es hin. Obwohl, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, am Anfang da auszuweichen. Bei den Gegnern. Scheiße, warum kriege ich den Sprung nicht hin? Und warum kann man nicht, egal wo man ist, einfach auf Pause drücken und neu starten? Man muss erst warten, bis Kirby runtergefallen ist und dann darf man neu starten. Warum? Also nachdem Kirby dann respawned ist, logischerweise. Nicht ab da, wo Kirby schon Damage bekommen hat? Nein, man muss natürlich erst warten, bis Kirby respawned ist. Okay, let's go. Ja, schönes Ding. Das hat Bock gemacht. War schwer schon wieder, aber macht mega Bock so. Gerne mehr davon. Alles klar, Leute. Dann auch an die Letzten. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Und im nächsten Part werden wir dann einige Upgrades nachholen und auch hier die letzte Challenge machen auf der Blizzard-Brücke. Bis zum nächsten Mal und ciao.